two of you haven't been formally introduced. Dad, this is... Nick, I know. You told me all about it. Failed to mention the, disability. It's kind of a new thing, sir. You seem like a fine person, but whatever dude Juliet ends up with is gonna be part of the family business. What are you gonna do? Throw magic stars at chupacabras with your tongue? Maybe, Dad. Nick's tongue is very limber. And how do you know that? She doesn't. She doesn't know that at all, sir. She has no idea if my tongue is limber. Großer Ausschnitt, dicke Brüste, ein Kopf, der spricht. Sowas kann nur aus Japan kommen und heißt Lollipop Chainsaw. Und weil ich mich mit sowas ja gar nicht auskenne, habe ich den Kollegen Benjamin hier mit im Tonstudio. Servus. Denn der hat es durchgespielt. Ja, und ich möchte genau an der Stelle einsteigen und sagen, Lollipop Chainsaw kann man perfekt zusammenfassen als Bayonetta für Leute, die auf Cheerleader statt auf Dominas stehen. Vor allem auch Cheerleader, die in Unterwäsche rumhüpfen. Ja. Ist das ein Kostüm, was man freischalten muss? Das ist eines der Kostüme, das man freischalten kann. Und ja, also es gibt es in mehreren Schichten Kleidung oder man kann es eben auch nutzen, um mehrere Kleidungsstücke abzulegen. Hier trägt Nick dank seiner Krawatte mehr Kleidung am Körper als Juliet, die übrigens gesprochen wird, genial gesprochen wird von Tara Strong. Und wer ist Tara Strong? Tara Strong kennt man vielleicht aus der Originalfassung von Drawn Together. Sehr krasse Sendung auf Viva, Zeichentricksendung. Und die Frau, die ist in dem Metier einfach zu Hause, wenn es um solche Cheerleader-Geschichten geht, um etwas krassere Inhalte geht. Die Frau bringt es perfekt rüber, Juliet's Darling. Okay, und das Spiel selber ist nur schnelles Tastengehauen und Gekämpfe oder bietet es ein bisschen mehr? Es ist gameplay-technisch leider sehr dünn ausgefallen. Die Combo, die man zuvor gesehen hat, bestand eigentlich nur aus Dreieck, 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 Dreieck und einmal X, um einen Zombie einen Boxsprung zu verpassen, damit man schön von hinten durchsehen kann. Das hier ist auch ein sehr gutes Beispiel. Im Laufe des Spiels werden immer wieder neue Werkzeuge freigeschalten, die dann dem Spiel auch neue Gameplay-Elemente hinzufügen. Jetzt zum Beispiel ein Blaster, der dann dieses eigentlich auf Beat'em-up getrimmte Spiel ein bisschen in eine Shooter-Richtung schafft. Aber die Steuerung hier ist das Auto-Aimigste seit Resident Evil 3. Ist mir im Zweifelsfall lieber als gar kein Auto-Aim, so wie im Turok. Aber es macht halt einfach, die Anforderung ist halt gleich null. Dafür geht es um Spaß. Das sieht man auch daran übrigens, dass die Brutalität im Spiel so aufgefangen wird, dass eigentlich immer irgendwelche Regenbogen und sowas aus den Gegnern raussprühen und Blümchen und keine Ahnung. Deswegen ist es Herzchen und rosa Farben. Es ist albern gewalttätig. Also eher so eine Satire als wirkliche Erwachsenenunterhaltung. Was ich sehr cool fand, sind die Bosskämpfe, denn die basieren ja jeweils auf so Musikgenres und sind dann auch wieder so eine Verballhornung der jeweiligen Musik. Geht los mit Punkrock, über hier Viking Metal bis dran zu Hare Krishna. Alles dabei, was Rang und Namen hat, außer Asher, der fehlt. Und generell sieht man also, das Spiel ist was für Leute, die wie der Stange auf stranges Zeug stehen und dafür spielerisch auch dürrere Kost ertragen können. Ja. Unterhalten ist es aber allemal. Auf jeden Fall.